Die Pandemie des Coronavirus stellt uns vor extreme Herausforderungen. Viele europäische Länder handeln schneller als Deutschland. Wir sehen, dass in Italien die Schnelligkeit der Neuinfektionen exponentiell zunimmt. Wir sehen in Italien, dass bereits 1000 Menschen an dieser Krankheit gestorben sind. Das ist eine Letalitätsrate von über 6%. Wenn wir davon ausgehen müssen, wie Virologen sagen, dass in Deutschland bis zu 70% der Bevölkerung infiziert werden können, müssen wir mit einer sehr, sehr großen Zahl von schwer erkrankten Menschen rechnen. Dem muss vorgebeugt werden. Hier müssen Vorkehrungen getroffen werden. Die CDU und die sächsische Landesregierung macht das bisher nicht. Deshalb hat die AfD einen Dringlichkeitsantrag vorbereitet für die nächste Landtagssitzung. Wir fordern die sofortige Schließung von Schulen und Kindergärten, die Absage aller öffentlichen Veranstaltungen, die Schließung öffentlicher Einrichtungen und insbesondere eine Stärkung des Gesundheitswesens. Unsere Ärzte, unser Krankenhauspersonal muss effektiv geschützt werden, ausreichend Mittel zur Desinfektion und zum Begleitungsschutz haben. Wir müssen die Kapazitäten an Intensivbetten ausbauen. Auch dort sind wir nicht einmal ansatzweise auf die heranrollende Krankenwelle vorbereitet. Die sächsische Staatsregierung muss endlich aktiv werden. Es kann nicht sein, dass die CDU immer den Ereignissen nachläuft und erst angetrieben werden muss von der Opposition, ehe sie aktiv wird. Herr Kretschmer, handeln Sie jetzt, es geht um Menschenleben.